Habt ihr nicht mit Astrid gesprochen? Sie ist draußen beim Teich und heißt dort die Mutter der Nacht und ihren kleinen Hofnarren willkommen. Sie hat einen Auftrag für euch. Kommt anschließend zu mir. Ihr und die Mutter der Nacht seid hier natürlich immer willkommen, Cicero. Und man wird euch den Respekt entgegenbringen, der euch aufgrund eurer Rolle als Bewahrer gebührt. Verstanden, Gemahl? Oh ja, ja, ja! Danke, danke, danke! Aber täuscht euch nicht. Ich bin immer noch das Oberhaupt dieser Zuflucht. Mein Wort ist das Gesetz. Sind wir uns in diesem Punkt einig? Oh ja, Herrin! Perfekt! Ihr seid der Boss! Ah, da seid ihr ja gut. Meine Unterhaltung mit diesem brummelnden Tölpel war sowieso beendet. Also, wir haben Geschäftliches zu bereden. Der Kontrakt mit dem Tempel? Nun, ich werde meine Beteiligung daran sicher nicht abschneiden. In der Tat. Ihr müsst in Markarth mit der Assistentin des Trankmischers reden. Ihr findet sie wahrscheinlich in der Hexenheilerei, wenn der Laden öffnet. Das Mädchen hört gar nicht mehr auf zu fluchen. Sie will ihren einstigen geliebten Tod sehen. Anscheinend hat sie das schwarze Sakrament vollzogen. Ihr Name lautet Muiri. Ihr müsst mit ihr reden, den Auftrag vereinbaren und ihn dann vollstrecken. Tut einfach, was der Auftrag von euch verlangt. Seid professionell, vertretet uns gut und erledigt eure Arbeit. Da es sich um euren ersten Auftrag handelt, dürft ihr behalten, was immer Muiri euch zahlt. Sie wird bestimmt großzügig sein, sind sie immer. Geht und kümmert euch um den Muiri-Auftrag. Also nichts über dieses Haus? Das nächste Mal zieht ihr euch besser etwas an, bevor ihr das Haus verlasst. Was kann ich für euch tun? Warum seht ihr mich so an? Die dunkle Brudersch... Oh, oh, ich... Meine Güte, ihr seid wirklich hier. Das schwarze Sakrament. Es hat tatsächlich funktioniert. Was ich brauche... Den Tod von Alain Dufond. Er soll zur Strecke gebracht und getötet werden, wie diese miese Ratte, die er ist. Jedes Stück ein Meisterwerk rotwardonischer Handwerkskunst. Ich habe es nicht gewusst, als wir zusammen waren. Aber Alain ist tatsächlich der Anführer einer Bande Halsabschneider. Räuber! Sie haben sich in einer alten Zwergenruine verkrochen. Raldbitar. Das ist in der Nähe von Windhelm. Sie nutzen sie als Stützpunkt. Dort führen sie ihre Überfälle aus. Ich möchte, dass ihr in die Ruine geht, Alain Dufond sucht und ihn tötet. Seine Freunde kümmern mich nicht. Mit ihnen könnt ihr verfahren, wie ihr wollt. Aber... Ausgezeichnet. Aber, nun ja, da ist noch eine Kleinigkeit, falls ihr interessiert seid. Wenn ihr könnt, dann möchte ich, dass ihr noch jemanden tötet. Ihr müsst das nicht... Nicht als Teil unserer Vereinbarung. Aber wenn ihr es tut, dann zahle ich euch sogar noch mehr. Es ist Nielsine Schmetterschild in Windhelm. Wenn auch Nielsine stirbt,
dann soll es euer Schaden nicht sein. Lasst sie alle für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Thank you.
Wartet! Ich kenne euch doch! Kommt rein! Im Gasthaus Silberblut gibt es hochprozentige Getränke und saubere Zimmer. Nun, was... Dieser Dreckskerl hat genau das bekommen, was er verdient hat. Aber wie ich höre, ist Nielsine immer noch gesund und munter. Dann habt ihr euch wohl entschlossen, sie doch nicht zu töten. Ich muss zugeben, ich bin enttäuscht. Hier ist der Lohn für den Mord an Elan. Und nichts dafür, dass ihr Nielsine am Leben gelassen habt. Vergesst nicht, dass das eure Entscheidung war. Jemand wurde auf dem Markt angegriffen. Wisst ihr, wer es war? Ich glaube, es war Margit. Ich werde eines Tages ein Silberschmied. Es kommen keine Lieb... Was? Es ist toll. Ihr seid zurück? Wie ist es euch mit eurem ersten echten Auftrag ergangen? Ich wette, es war um einiges aufregender als das, was Nasir euch bisher angeboten hat. Also gut. Ich respektiere eure Diskretion. Nun brauche ich aber eure Hilfe in einer eher persönlichen Angelegenheit. Es ist Cicero. Seit seiner Ankunft war sein Verhalten, nun, irrational wäre eine Untertreibung. Ich glaube, er ist wirklich verrückt. Aber es kommt noch schlimmer. Er hat Gefallen daran gefunden, sich in der Kammer der Mutter der Nacht einzuschließen und dort zu reden. Mit irgendjemandem. In gedämpftem, aber hektischem Ton. Mit wem redet er? Was hecken Sie aus? Ich fürchte Verrat. Ihr müsst es verstehen. Wenn Cicero die anderen gegen mich, gegen uns, aufbringt, eine derartige Spaltung würde unsere Familie nicht überleben. Lieber Bruder, ihr müsst euch in diese Kammer stehlen und ihr Treffen belauschen. Es wird nicht ausreichen, euch in den Schatten zu verbergen. Sie werden euch mit Sicherheit bemerken. Nein, ihr benötigt ein Versteck. Einen Ort, an dem niemand jemals nachsehen würde. Zum Beispiel im Sarg der Mutter der Nacht. Mag sein, aber uns bleibt keine andere Wahl. Ihr dürft nicht gesehen werden. Und nun geht, bevor sie sich treffen. Berichtet mir später, was ihr in Erfahrung gebracht habt.